Weil? Ne? Also ich versuche jetzt gleich mal dahinter zu gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach weitergeht. Das wäre ja schön. Da oben rein? Die Tür geht auch jetzt schon auf. Warum sollte ich mir jetzt den Stress machen und das Ding da vorne aktivieren? Hat mich das wieder verfolgt. Vielleicht muss ich das tun, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich das tun, damit es irgendwie weitergeht. Hier ist auf jeden Fall mal zu. Hier geht's rein. Also, okay, also es scheint zumindest mal die Möglichkeit zu geben, sich zumindest mal an der einen oder anderen Stelle diese Verfolgungsjagd zu sparen. Ja, soweit so gut. Jetzt bin ich mal hier, aber was mache ich denn jetzt hier? Dahinter ist so ein Drehdingensbummens wieder. Okay. Ich hätte jetzt halt in dem Schacht auch wieder woanders lang gehen können, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Deswegen gehe ich nochmal zurück. In der weisen Voraussicht, dass ich wahrscheinlich einen Fehler mache. Also ich bin von da gekommen, ne? Ich hätte jetzt noch hier rein können. Ah, das ist jene Tür. Okay. Die wäre dann jetzt soweit frei. Wasser könnte ich jetzt wieder spaßhalber aufdrehen. Ich mache das auch. Ich mache das, wo es geht. So, wir setzen das ganze Schiff unter Wasser. Wer singt? Wo bist du, mein Kind? Mach das zu. Mach das da runter auf. Nichts, okay. Mach das da wieder zu. Mach das zu. Da liegt was. Oh, es ist Gekritzel. Oh, das ist kleines Gekritzel. Ich muss mich leider etwas vorlehnen zum Lesen. Die Schrift ist sehr, sehr klein. Es gibt eine Welt neben der unseren, verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen. Unsterblich, unvergänglich. Sie bewegen sich unter uns, ungesehen. Außer sie wollen es. Außer sie wählen dich. Einen sterblichen Menschen, der ihre grausame Farce spielt. Das heißt doch Farce, oder? Ja. Ein nach Laune verwendetes Spielzeug, das sie wegwerfen, sobald es langweilig wird. Höre ihnen nicht zu. Spiele nicht ihr Spiel. Der Preis ist viel zu hoch. Vorsicht mit deinem großartigen Talent, mit deinen großartigen Fähigkeiten. Vorsicht nun, da du ihre wahren Gesichter erblickt hast. Dich erwartet nichts als Wahnsinn und Tod. Manchmal werden Dinge zurückgelassen. Grauenvolle Objekte mit rätselhaften Zwecken. Fürchte sie ebenfalls, denn sie sind die Manifestation ihrer boshaften Gegenwart. Ich habe das sehr schön vorgelesen, finde ich. Ja. Bis auf so ein, zwei kleine Stellen, wo ich nicht gleich das Wort lesen konnte. Ja, soweit, so gut. Wir sind jetzt hier. Da sind wir rausgekommen. Wir haben da dieses Dokument gelesen. Das hätten wir jetzt, glaube ich, nicht gefunden, wenn ich nicht nochmal zurückgegangen wäre. Die geht jetzt nicht richtig auf. Ja, dann gehen wir da auch nicht durch. Das ist ganz einfach. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja noch irgendetwas Schönes, Märchenhaftes, Grausames, welches ich euch vortragen kann. Das nicht. Okay.
Nichtsdestotrotz, dann nehmen wir halt den Weg hier, ne? Dann müssen wir nicht erst wieder durch den langen Lüftungsschacht kriechen. Okay. Soweit, so gut. Jetzt sind wir hier. Da geht's hoch. Hier liegt nichts. Das ist auch nichts. Okay. Diese Tür ist nun für immer zu. Ich wäre übrigens hoch erfreut, wenn Akt 2 jetzt endlich mal vorbei wäre. Ich würde mich sowas von. Was? Was? Sowas von freuen, wollte ich sagen. Was denn? Was wir sagen, Kumpel? Hi. Ein Selfie machen. Handy nicht dabei, schade. Du auch noch mal zappeln oder so? Nicht? Mhm. Okay, also machen wir mal einen kleinen Check, wo es hier jetzt lang gehen könnte. Ich schätze mal da wieder runter. Hier liegt nichts weiter rum, was irgendwie nehmbar wäre. Aber schön bunt ist es hier. Hier gefällt es mir. Da werde ich auf alle Fälle mal auch verweilen für ein schönes Thumbnail, sollte sich das ergeben. Dann haben wir schon mal ein schönes Standbild hier. Ja. Also da hat jetzt eine Ratte gequiekt und plötzlich war hier alles so schön bunt. Ja. Dann gehen wir halt hier wieder runter. Hier ist auch alles schön bunt. Gleich wird bestimmt alles wieder schwarz-weiß. Üs. Nein. Lass das doch. Habe eigentlich keine Lust schon wieder. Was? Habe eigentlich keine Lust schon wieder gejagt zu werden. Und hundertprozentig werde ich hier gejagt. Wunderbärchen. Das ist zu, supi. Ach du Scheiße. Ist auch nicht so schön hell hier, ne? Dass du was sehen würdest, wo du hingehst. Und hier ist auch irgendwas, ich hab's ja schon gehört. Okay. Kiste? Ich kann mit der Kiste was machen. Aber will ich denn was machen mit der Kiste? Wäre das eine gute Idee? Bringt mich das weiter? Ist mir das eine Hilfe? Mit hundertprozentiger Sicherheit wird das Vieh dann wieder. Ja. Das gefällt mir aber. Ich möchte das nochmal tun. Warum? Ui, Junge. Oh, schön. Moment mal. Da. Ich kann das nehmen. Oh, it stinks. But it looks like someone took a bite. Or something. Come, let's not wait for it to come back. Okay. Also das ist verschimmeltes Fleisch. Lassen wir auch da liegen. Also irgendwas, also diese Kinder, die da Pirat spielen hier, die haben das offensichtlich gefunden und haben dann festgestellt, oh, da hat irgendjemand dran rumgeknabbert, warten wir lieber nicht, bis das Ding zurückkommt, was das angeknabbert hat. Oder so. Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich. Was? Ah, hi. Dass ich so sehr auf das Stück Fleisch konzentriert war, dass ich nicht darauf geachtet habe, was da steht. Oh, das ist gut. Das ist auch wieder so eine Rolle für das Grammophon, glaube ich. Gut. Habe ich aber bestimmt auch schon was übersehen. Oder ist es ein Dia? Nee, Dias sehen anders aus. Aber Dias habe ich auch schon übersehen, ich weiß. Und ich habe auch jetzt, bin ich der Meinung, in diesem zweiten Stream bis jetzt noch nichts gefunden, was einem Dia gleicht. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich kein Achievement kriegen für alle Dias.
aus? Warum stellst du dich hier hin? Das ist nur, damit ich nicht zurück kann. Es gibt kein Zurück. Es gibt kein Zurück. So. Dann gehen wir halt vorwärts, wenn es kein Zurück gibt. Es geht immer weiter. Na, im Leben geht es immer irgendwie weiter. Los! Achso, das ist mein, das ist mein Schatten. Schön, danke, danke, danke. Ich weiß, ich laufe ein bisschen hier als Wirr hin und her. Aber mich würde interessieren, wo hier was hinführt. Wahrscheinlich führt alles im Kreis. Guck mal, da ist was. Bale & Co. Animal Trainers. Dresseure, auf Deutsch. Trainer hätte mir noch besser gefallen, aber egal. Dienstleistungen, Hundetraining und Zustellung. 225 US-Dollar. Anmerkungen. Käfig und Inhalt an das Deck für Tiertransport geliefert. Minimale Fütterung wie gefordert. Mit Vorsicht vorgehen. Okay, das scheint ein Hund zu sein. Ja, es scheint sich um einen Hund zu handeln. Man hört ja auch das Bellen. Minimal gefüttert, das heißt, er hat Hunger. Der ist so, ja, der ist nicht satt. Der ist gerade mal so gefüttert, dass er noch lebt. Also der wird wahrscheinlich ein bisschen Hunger haben. Ich bereite mich mal auf einen Hundeangriff vor. So, da ginge es jetzt hoch. Ja, da ginge es jetzt hoch. Also wir stellen fest, egal wie rum wir gelaufen wären, wir wären hier gelandet wieder. Jupp. Da könnte ich jetzt... Nein, könnte ich nicht rein. Okay. Ist auch nicht schlimm. Ich will nicht unbedingt in den Hasenstall. Ich habe es heute... Also ich... Leute, jetzt hören wir mal auf hier. Bin ein alter Mann. Da kann ich was drücken. Aber will ich das? Die alte Frage. Immer wieder taucht sie auf, diese Frage. Oh, und hier sind Käfige. Es würde mich ja nicht wundern, wenn da ein Hund drin wäre. Was passiert denn jetzt, wenn ich da drücke? Kleinen Moment. Oh. Geht das wieder zu, wenn ich nochmal drücke? Nö. Ich würde sagen, ich habe ein Problem. Aber vielleicht auch nicht. Was passiert denn hier? Das ist zu, okay. Das ist auch zu, supi. Was haben wir hier drin? Ein Hund. Die Frage ist, hat das... Bis. Hi, Jungs. Sag mal. Also, ihr habt mich schon lieb, ne? Die Frage ist, hätte ich diesen Knopf jetzt nicht gedrückt, wäre das hier hinten noch verschlossen gewesen. Aber ich hatte eigentlich den Eindruck, dass nur hier oben Türen aufgegangen sind. Aber gut, bringt jetzt nichts dazu spekulieren. Es ist nun passiert. Hier ist auch nichts weiter zum Angucken drin. Da ist jemand. Ah, wieder Püppchen. Okay. Okay, ich muss da wohl hin. Speichert wieder, das ist gut. Sie wollen ja nun nicht, dass ich da hingehe, das ist mir schon klar. Der Tod ist furchtbar. Ja. Furchtbar krass. Also, wir gehen jetzt nicht bis dahinter, nicht wahr? Das wird sich wahrscheinlich eh irgendwie gleich auf mich stürzen. Was ist mit dem Früchtchen da? Das nehmen ist eigentlich Obst. Es tut mir leid, dass ich das verwechselt habe.
Ja, also es sieht mir ja so aus, als müsste ich sowieso dahin. Also ich werde eh sterben. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie muss ich das jetzt? Es sei denn natürlich, ich versuch's dann, also ich werde jetzt gleich verrecken, ziemlich sicher. Ich versuch's nochmal von der Seite geradeaus drauf zu und biege dann hier gleich links ab. Und bin dann somit, hab dann somit die Möglichkeit hier rumzurennen, während mich das Viech wahrscheinlich in eben gleicher Richtung verfolgt. Und hab dann die Möglichkeit, an diesen Pokal da ranzukommen. Ja. Das probiere ich am besten jetzt gleich so. Wir werden ja sehen, ob es funktioniert. Was? Ah. Oh, jetzt geht's aber auch hier lang. Ja. Look, there's something there. What? Was ist da? Und wo? Wo meinst du, Junge? Wo ist da was? Es ist leider zu dunkel. Ich sehe nichts, aber ich gehe mal wieder zurück. Läuft es hier noch rum? Nee, scheinbar nicht. Aber es könnte wieder doof gewesen sein. Ich hätte vielleicht hier wirklich rumrennen sollen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also. Man weiß es ja nicht vorher. Und nachher weiß man es meistens auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, hier stand dieser Pokal. Den werde ich jetzt nicht mehr kriegen. Das heißt, ich versuche jetzt irgendwie anderswo lang zu. Aber warum? Warte, 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 warte. Nee. Ist ja jetzt doof. Das ist ja jetzt. Also, so richtig doof. Mahlzeit. Moment, ist hier ein Weg? Ja. Over there. Can't you see it? Ja, ich sehe da Palmen. So, da sind sie. Aber nur. Ah. No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Nichts ist, wie es scheint. Ja. Geh mal hier zurück. Nichts ist, wie es scheint. Den Eindruck macht's mir auch gerade hier, ja. Ah, hier geht's tatsächlich im Kreis. Okay, muss ja nicht sein. Ich gehe mal wieder zurück. War die Leiter vorher da? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Aber ich glaube nicht. Ja. Also ich weiß es nicht genau. Ich bin doch jetzt gerade eben hier hochgegangen, oder? Um hier oben jetzt was genau zu tun? Was? Das auch? Das ist ein Durchgang. Ne, hä? Das sah aber gerade so aus. Moment. Natürlich sein, ich bin. Aha. Cool. Nicht schlecht. Oh, wieder was zum Lesen.
Seite oben abgerissen. Ah ja, sieht man. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines, ja, nicht weit kommen. Der Captain ist eine Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Captain Rains ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Captain, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Da steht Kapitän. Ja, steht jetzt die deutsche Variante. Ich lese halt Englisch vor. Klingt irgendwie schnittiger, wenn man schon Mr. Hardy sagt und nicht Herr Hardy. Ja. Okay. Captain Schlüsselfigur. Ich bilde mir ein, es gibt gleich wieder Besuch. Okay, mein Controller hat merkwürdig sich bewegt, hat nur einen Zucker gemacht, hat nicht wirklich vibriert, nur einmal kurz gezuckt. Naja, mach mal aus. Muss ja nicht sein. Hier wieder das schöne Bild, was wir schon mal hatten. Teufelshörner inzwischen erkennbar. War, glaube ich, davor auch schon so. Auf jeden Fall ein nicht allzu schönes Gesicht. Feuerchen. Hier ist es schön warm. Das freut mich. Dann gehen wir jetzt hier durch. Und weiter geht's. Das Feuer interessiert uns nicht weiter. So. Was ist da? Das ist ja Schatten wieder. Das ist ja heftig. Das ist schon. Eieiei. Mal hat man Schatten, mal keinen. Ne? Super. Naja, wenn plötzlich hinter einem ein Licht angeht, natürlich. Ne? Beziehungsweise, das war doch vorher schon an. Ist egal. Auf jeden Fall kann man sich hier sehr gut vom eigenen Schatten erschrecken. Klasse, ne? Das muss auch erstmal ein Spiel machen. Wo man sich vor dem eigenen Schatten erschrickt. Oh, guck mal, dieses Bild zeigt ein Unwetter an. Oh, ich gehe da mal hin. Wasser? Viel Wasser? Aha. Ich geh einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Einfach weitergehen. Nichts weiter bei denken. Ach je, hier sind wieder ganz, ganz viele Türen, oder? Oh, ein Zettel. Vom leitenden Sicherheitsbeauftragten an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffs eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft. Ja, da sind wir wieder bei den Essensgeschichten da, ne? Dass da Verpflegungsrationen gestohlen wurden. So, die Tür ist jetzt mal auf. Nichtsdestotrotz mache ich erstmal hier Full, Half, Slow. That slow. Was ist denn das? Finished with engines. Irgendwie, keine Ahnung. Standby. That slow. Volle Fahrt machen wir diesmal nicht, hä? Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, ob ich damit in irgendeiner Weise das Spiel beeinflusse, ob das dann härter wird, schwerer, schneller. Ich weiß es noch.
Was haben wir denn hier? This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there. In the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Okay. Also die zwei Kids, die waren dann auch irgendwie auf Essenssuche, ne? Haben wir ja schon festgestellt, auch mit dem Stück Fleisch vorher. Und irgendwas ist im Dunkeln. Ja, wahrscheinlich das gleiche Ding, was mich verfolgt hier. Möglicherweise. Ah, achso. Moment. So. Würde mich auch nicht wundern, wenn es jetzt gleich wieder kommt. Da vorne flackert es schon so. Ja, ja. Von beiden Seiten? Oh, 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 oh. Das ist ja zum Kotzen hier. Ich muss ja irgendwo lang. Was? Der Feige stirbt schon viermal, ehe er stirbt. Das ist ja äußerst interessant.